Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, fordert Jesus uns in der Jahreslosung auf. Barmherzigkeit haben wir zurzeit vielleicht noch nötiger als sonst. Politikerinnen und Politiker oder andere Entscheidungsträger, die Entscheidungen treffen müssen, um die Corona-Pandemie einzudämmen und dabei abwägen müssen zwischen Schutz und Freiheit, ohne wirklich zu wissen, was am Ende hilft und nötig ist. Oder Eltern im Homeoffice, die Erwerbsarbeit, Homeschooling und Hausarbeit irgendwie unter einen Hut bringen müssen und dabei doch immer etwas vernachlässigen werden. Da liegen die Nerven schnell blank und wir brauchen Barmherzigkeit miteinander und mit uns selbst. Aber das ist manchmal ganz schön schwer. Wollen wir da dann von Jesus auch noch aufgefordert werden, barmherzig zu sein? Die genaue Übersetzung lautet nicht seid, sondern werdet barmherzig. Das heißt, ich muss es nicht sofort perfekt sein, sondern ich kann mich Schritt für Schritt auf den Weg machen, barmherzig zu werden. Und wir haben Gott als Vorbild. Wir können barmherzig sein, weil Gott, unser Vater, barmherzig ist. In welcher Weise Gott barmherzig ist, hat Jesus gezeigt, indem, wie er gelebt hat und mit Menschen umgegangen ist und in dem, was er von und über Gott erzählt hat. Besonders deutlich wird Gottes Barmherzigkeit in dem Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen. Jesus erzählt von einem Vater, der bereit ist, schon zu Lebzeiten sein Erbe zu verteilen und seinen jüngeren Sohn ziehen zu lassen. Dabei ist es schon ein ganz schöner Affront des Jungen, das Erbe schon einzufordern. Dass er das Erbe zu Geld macht und damit vermutlich auch Land aus dem Familienbesitz weggibt, macht es sicher nicht leichter. Kaum hat er das Geld zusammen, wandert der Sohn in ein fernes Land aus. Offenbar will er alles weit hinter sich lassen. Nicht nur die Heimat, auch die Arbeit. Anstatt das Erbe als Startkapital für eine neue Existenz zu nutzen, verschleudert er es. Er lebt verschwenderisch, nicht gerade sehr vorausschauend. Und dann kommt auch noch Pech dazu. In dem Land bricht eine große Hungersnot aus. Auch der junge Mann leidet Hunger. Schließlich findet er Arbeit zum Schweinehüten. Was für ein tiefer Fall. Erst fröhlich, verschwenderisches Leben und nun die nach jüdischem Glauben unreinen Tiere hüten. Außerdem entpuppt sich der Arbeitgeber als ziemlich mies. Die Schweine sind ihm wichtiger als sein Arbeiter. Die Schweine bekommen ihr Futter, der Schweinehirte muss weiter Hunger leiden. Da erinnert er sich an einen besseren Arbeitgeber. So weit war das weg die ganze Zeit, räumlich, aber auch gedanklich. Aber plötzlich ist der Gedanke an den Vater wieder da. Dessen Arbeiter hatten immer genug zu essen und wurden anständig behandelt. Er schämt sich. Und doch könnte das sein Ausweg sein. Zurückkehren. Nicht als Sohn, aber als Arbeiter. Der Vater hat so viele Arbeiter. Wenn er seine Schuld eingesteht, vielleicht darf er für den Vater arbeiten. So macht er sich auf den Weg zurück. Ein langer Weg und bestimmt auch ein schwerer Weg. Der Hunger quält, die Schuld drückt. Immer wieder geht er es in Gedanken durch, was er seinem Vater sagen will, wenn er ihm denn nur zuhört. Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Allmählich wird ihm die Gegend vertrauter, die Schritte schwerer. In der Ferne taucht der elterliche Hof auf. Kann er es wirklich wagen? Da sieht er, wie die Tür auffliegt und jemand ihm entgegenläuft. Jetzt wird es ernst. Das ist sein Vater. Und er breitet die Arme aus, wie früher, als er noch klein war. Wer kommt in meine Arme?
hat er damals gerufen. Er fällt seinem Sohn um den Hals und küsst ihn. Viel leichter als erwartet fällt diesem nun das Schuldeingeständnis. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, sagt er. Doch der Vater handelt ganz anders als erwartet. Er lässt die Diener das schönste Gewand, einen Ring und Sandalen bringen und macht damit deutlich: Doch, du bist und bleibst doch mein Sohn. Du sollst wieder ein freier Mann sein. Der Vater zeigt seine Freude, indem er ein großes Fest gibt. Ein Vorbild an elterlicher Liebe und Barmherzigkeit. Und die schließt auch den älteren Sohn mit ein. Der empfindet die Barmherzigkeit als extrem ungerecht. Als er den Grund für das Fest erfährt, schmollt er. Dieser Hallodri von Bruder verschleudert das Erbe und hat nichts Besseres zu tun, als nach Hause zurückzukehren und sich feiern zu lassen? Gab es für ihn jemals so ein Fest, der er immer brav zu Hause geblieben ist und geschuftet hat? Er wird richtig sauer. Der Vater bekommt das mit. Er liebt seinen älteren Sohn ebenso. Deshalb verlässt er das Fest, um dem Großen gut zuzureden. Geduldig hört er sich dessen Frust an und erklärt ihm dann den Grund für sein Verhalten. Mein lieber Sohn, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Als so ein Vater stellt Jesus uns Gott vor. Liebevoll, barmherzig, einfühlsam beiden Söhnen gegenüber. An diesen Vater erinnert er uns, wenn er uns auffordert: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.